Die Installation von Opera benötigt nur wenig Aufwand und ist recht schnell erledigt. Nachdem man die Datei heruntergeladen hat, startet man den Vorgang mit einem einfachen Doppelklick. Nach der Bestätigung werden die Dateien extrahiert und das Dialogfenster eingeblendet. Wer möchte, kann die Installation nun auf Wunsch direkt starten oder wirft zunächst noch einen Blick auf die Option und nimmt ein paar Einstellungen vor. Hier kann man unter anderem die Sprache ändern, den Speicherort bestimmen, Verknüpfungen anlegen oder Opera als Standardbrowser definieren. Hat man alle Änderungen vorgenommen, kann man den Vorgang fortsetzen. Die eigentliche Installation dauert dabei nur wenige Augenblicke und zum Abschluss wird Opera gestartet. Nun könnte man direkt loslegen und im Netz surfen. Man sollte sich aber erst einmal die Einstellungen ansehen und den Browser auf seine Bedürfnisse anpassen. Im Menü kann man sich zuerst die Schnelleinstellungen ansehen und erste Änderungen vornehmen. Danach kann man sich etwas ausführlicher mit den Optionen beschäftigen. Dafür stehen mit Allgemein, Formulare, Suche, Webseiten und erweitert 5 Reiter zur Verfügung. Hat man alle Einstellungen vorgenommen, steht dem Einsatz von Opera nichts mehr im Wege.